Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD Devisenradar am Montag, dem 6. Februar. Es grüßt Sie wieder Chris Kämmerer und wir schauen auf die Märkte. Und heute das Pfund als Major-Währung, natürlich immer wieder interessant, aber heute hier als Crossrate gegenüber dem Australdollar und auch dem Neuseeland-Dollar mal hier interessant. Also kein klassische Beschau des Major oder der Major Pairs aller Währungen, die hier mit dem US-Dollar im Kontext stehen. Nein, es ist etwas anders, aber auch durchaus ein Blick wert, dass ich sowohl Intraday als auch hier auf Swing-Basis saisonaler Absicht sozusagen hier etwas abzeichnet, was wir uns ein Stück weit näher anschauen wollen. Und beginnen wir jetzt mal mit dem britischen Pfund gegenüber dem Australdollar. Da sehen wir hier rechts den Tageschart und uneingeschränkte Abwärtsdynamik, die sich hier insbesondere im Jahr 2015 dann sozusagen manifestierte, dieser Abwärtstrend hier. Das war dann auch eine relativ sinnbildliche Bewegungsdynamik, die sich hier im Jahr 2015 bis 2016 aufbaute. Dann gab es hier einen Fake-Ausbruch und dann eben hier ja, radikale weitere Abstürze, kann man buchstäblich sagen. Und ja, das britische Pfund ist hier auf Niveaus. Jetzt müsste ich mal die Course History mal updaten, kurz mal ändern. Ja, mag er jetzt nicht, da wir hier bei JFD Brokers aktuell nicht die ganz lange Historie haben. Aber wir holen uns das mal hier gerade von einer anderen Plattform, obgleich hier immer wieder der Hinweis, natürlich handeln und auch hier über Guidance, der Handel ja möglich mit Broker Login, immer ganz wichtig, dass Sie da natürlich die JFD-Preise nehmen, die hier eben unverfälscht vom Interbankenmarkt kommen. Aber hier zur Analyse mal auf Tagesbasis ein Stück weit historische Kurse eingeladen. Und da sehen wir, dass es hier ja letztlich doch schon ein ganz starker Rückgang ist bis hier zu den Preisen aus 2013. Und jetzt mehr oder weniger aber doch schon absehbar, dass der oder das Abwärtsmomentum vielmehr langsamer wurde oder sich erschöpfte. Wir haben hier eine leichte Aufwärtsstruktur, das nehmen wir jetzt mal groß ins Bild. Und das mutmaßt hier vielleicht an, dass sich tatsächlich eine Erholungsbewegung anschließen könnte. Dies verspricht zumindest unter saisonalen Gesichtspunkten, nicht das Setup, da sich hier eine bärische Konstellation mit dem heutigen Tag sozusagen abzeichnet. Intraday jedoch etwas Bullisches, das werden wir gleich anhand der FTSE-Vektorlogik sehen. Aber hier interessant, und da will ich Ihnen gleich mal das britische Pfund gegenüber dem Australdollar und dem Neuseeland-Dollar eben hier in den saisonalen Setups zeigen, obgleich hier eine sehr, sehr lange Haltedauer, das muss natürlich berücksichtigt werden. Wir sprechen hier um rund 60 Handelstage. Bis in den April hinein gab es hier praktisch Wiederholungsmuster saisonaler Natur, einmal beim britischen Pfund Australdollar und einmal beim britischen Pfund Neuseeland-Dollar, die hier mit dem heutigen Close sozusagen Fahrt aufnahmen. Und beim Australdollar hier während der letzten 10 Jahre in 8 Fällen zum Profit führten und beim Neuseeland-Dollar oder britischen Pfund gegenüber Neuseeland-Dollar dann praktisch hier in den letzten 8 Jahren dann letztlich hier zum Ziel führten. Letztlich sehen wir auch hier die Stats. Und da ist der britische Pfund gegenüber dem Australdollar noch ein Stück weit besser aufgesetzt. Chance-Risiko-Verhältnis außerordentlich gut. Hier sehen Sie die einzelnen Verlust- und Gewinnjahre. Zuletzt 2015 eher pleite, 2016 bärischer Natur vortrefflich. Der übergeordnete Abwärtstrend wirkt sich natürlich hier auch beim britischen Pfund Australdollar aus. Gleichsam sieht das beim britischen Pfund Neuseeland-Dollar aus. Also hier in jedem Falle unter saisonalen Gesichtspunkten eher ein schwieriges Fahrwasser mit Blick bis zum April. Und da gab es hier tatsächlich eben einen durchschnittlichen Profit von 816 Pips. Ja, das hört sich jetzt sehr, sehr viel an, aber wir sprechen eben auch hier über einen Zeitraum von 2 Monaten knapp. Und da muss man natürlich berücksichtigen, dass es in dieser Zeit natürlich reichlich Bewegung gibt. Das Währungspaar selber oder die Währungspaare sind ja aufgrund ihrer Crossrate-Natur und eben der Zusammensetzung Pound und eben ozeanischen Pairs auch sehr, sehr volatil unterwegs. Wir sprechen hier über Tagesbewegungen von 250 Pips im Schnitt. Also das heißt, die 816-936 Pips durchschnittlicher Profit auf dem Weg gen Süden sind nichts Ungewöhnliches. Das können die Währungspaare theoretisch sogar schon innerhalb von einer Woche abliefern. Und wir sehen auch hier an den größten Profits, dass es hier enorm starke Bewegungen gibt. Aber der Hinweis eben hier, das britische Pfund scheint möglicherweise unter saisonalen Gesichtspunkten hier seinen Boden noch nicht gefunden zu haben. Auch wenn es hier charttechnisch aktuell hier nach einer möglichen Stabilisierung aussieht, der übergeordnete Druck lastet weiter. Und wir wollen jetzt hier letztlich nicht zu weit ins Seasonal Pattern eintauchen, aber es darf gesagt werden, wenn wir hier praktisch unter den Preisniveaus hier vom Januar zurückfallen,
Dann rufen hier relativ rasch weitere Tiefs und im Sinne des saisonal bärischen Verhältnisses, wir schauen auch mal hier auf die kommenden 40 Handelstage. Muss man noch unterscheiden zwischen Handelstagen und Kalendertagen. Sieht hier rein unter diesen Gesichtspunkten natürlich erst Anfang März sehr bärisch aus oder Ende Februar, Anfang März, dann ein Erholungsimpuls, aber so richtig bullisch wirkt das nicht. Letztlich kann man davon ausgehen, dass hier, gerade wenn eben das Januartief unterschritten wird, es definitiv weiter gen Süden gehen kann und dann auch neue Mehrjahrestiefs markiert werden. Also das britische Pfund unter diesem Gesichtspunkt weiterhin im Abwärtsflow und das bestätigt sozusagen auch die saisonale Auswertung. Bullisch, Schrägstrich, optimistisch könnte man erst werden, da sehen Sie an diesem Horizontalbalken sehr schön. Wenn wir hier die Hochs vom 26. oder das Hoch vielmehr vom 26.01. überwinden würden, dann waren wir hier bei einem Price Level von 1,67674. Ja, wenn es darüber geht per Daily Close, dann hat das Währungspaar durchaus Chancen, einerseits diese Abwärtstrendlinie zu attackieren, Schrägstrich auch darüber auszubrechen und dann wären hier durchaus Aufwärtsbewegungen vorstellbar. Doch wie gesagt, das wird derzeit nicht unterstrichen. Gut, Intraday schauen wir uns wie gesagt gleich ganz kurz an. Gehen wir noch ganz kurz auf den Neuseeland-Dollar. Da hatten wir auch einen Seasonal Pattern zum Ende des letzten Jahres. Sie sehen hier nochmal die alte Grafik dazu. Können Sie auch im Devisenradar nachschauen. Letztlich Erwartungswert wurde erfüllt, obgleich mit einem reichlichen Verzug. Das Setup selber war vom 25.12. bis 4.1. ausgelegt. Hier mit etwa 800 Pips wieder auf der Südseite, also relativ kurzer Zeitraum mit relativ vielen Pips. Das Niveau oder Ziellevel wurde letztlich dann auch erreicht, aber Sie sehen es ja mit Verzögerung. Also insofern schade, dass es nicht ganz gepasst hat, aber letztlich hat die Abwärtstendenz dann doch gestimmt. Auch gerade wenn wir uns den Chart anschauen und das Widerstandslevel, was wir hier auch in Sachen Risikoeingrenzung sehr, sehr schön darstellen konnten. So, machen wir den Chart mal ein bisschen clear. Ich wollte es Ihnen aber nochmal zeigen, was wir damals Ende Dezember skizziert haben. Aber auf jeden Fall haben wir hier ein sehr, sehr schönes Horizontal-Widerstandslevel. Hier auch einen sehr, sehr schönen Support und der unterstreicht sogar einmal mehr, wenn das britische Pfund hier drunter absegelt, dass es dann hier sicherlich stark in Süden gehen kann. Und ja, mit Blick bis zum April reden wir hier sogar dann über 936 Pips, die es hier in der Regel nach unten gehen kann. Das ist ein guter Tausender. Und ja, wenn wir hier von dem Niveau von 1,70 ausgehen, dann sind wir eben mal ganz schnell hier bei 1,60. Und das ist auch gar keine große Hürde innerhalb von 2 Monaten. Aber neues Tief wäre hier auch, wie gesagt, unter saisonalen Gesichtspunkten sicherlich eine Einladung für einen Rutsch in Richtung 1,60, gegebenenfalls sogar noch tiefer. Man darf abwarten, wie es sich das hier weiter ausgeht. Gerade britisch Pfund, bilaterale Beziehungen zum US-Dollar, das wird auch ganz wichtig. Was wird jetzt Trump machen? Wie werden die ja, Beziehungen, Wirtschaftsbeziehungen hier weiter ausgebaut? Alles ein Riesenthema. Das kann das britische Pfund natürlich beflügeln. Ich denke, im weiteren Jahresverlauf, auch wenn wir jetzt eine mögliche Schwäche anhand der saisonalen Setups sehen, hat das Pfund auch gegenüber den ozeanischen Pairs vielleicht doch noch ein bisschen Chancen auf der Oberseite. Aber kurzfristig oder mit Blick eben auf die nächsten Wochen sieht es nicht ganz so gut aus. Heute Intraday allerdings, meine lieben Zuschauer, entgegen des bärischen Bildes, was ich Ihnen hier so mehr oder weniger skizziere, möchte ich Ihnen die Fuzzy-Vektorlogik nicht vorenthalten, die wir heute hier mit sehr, sehr starken Pattern haben. Und zwar haben wir hier das britische Pfund gegenüber dem Australdollar als bullischen Bias und hier das britische Pfund gegenüber dem Neuseeland-Dollar. Und da sehen wir hier auf der Südseite tief 1,7063. Da sind wir schon drunter. Das sieht nicht so gut aus. Aber wenn wir Intraday mal kurz die Lupe öffnen, dann gehen wir jetzt mal auf den Stundenchart. So, ja. Da wäre es wichtig, dass wir hier eine relativ schnelle Umkehr finden. Sollte das passieren, könnte das Intraday hier in diesem Bereich, eben wenn wir über 1,7060 zurückgehen, könnte es in diesem Bereich sehr, sehr spannend werden. Da gäbe es Chancen auf der Oberseite. Gerade ein neues Tageshoch könnte hier beflügeln. Und aufgrund der großen Volatilität, ich sprach es ja schon an, sprechen wir hier sogar über eine Performance von über 1%. Ja, und da reden wir auch vom Tief ausgehend möglicherweise über 300 Pips, die es gen Norden gehen kann. Anhand der Vergangenheit. Und das traf 449 Mal zu. In 70% der Fälle hatten wir eben hier einen Profit von über 300, über knapp rund 300 Pips. Auf jeden Fall eine Performance von über 1%. Das ist sehr, sehr gut. Und veranschaulicht, dass wenn es hier eben neues Tageshoch gäbe,
dann könnte es hier durchaus relativ zügig nach oben gehen. Das mal zur Beachtung. British Pfund, Neuseeland-Dollar, wenn wir uns, wie gesagt, jetzt hier stabilisieren, keine neuen Verlaufstiefs machen, insbesondere eben auch nicht hier unter das Tief vom Freitag hier zurücksegeln, dann wäre das eine sehr, sehr interessante Situation. Unterhalb dessen bleibt es aber, wie gesagt, eigentlich sehr kritisch und dann sollte man hier auf keinen Fall einen Long auf der Seite suchen, dass es eben nach oben gehen kann. Wir holen uns auch mal den Pivot Point nochmal rein. Na, wo ist er? Da ist er. Das zeigt uns auch sehr schön. Wobei, das ist der Sonntags-Close, den wir da jetzt haben. Müssten wir den Vortag nehmen, die Vorwoche. Wir nehmen mal die Wochenperiode, das macht auch Sinn. So, kurzer Switch, kurzer Watt. Da ist der Pivot Point wesentlich höher, aber zeigt auch hier, ja, da wartet bei 1,7185 ein Widerstandslevel. Summa summarum, auch wenn wir den Pivot Point jetzt von der Woche haben, wichtig wäre ein neues Tageshoch. Und wenn das markiert werden würde, meine lieben Zuschauer, dann hätten wir hier Chancen auf der Oberseite. Das darf so gesagt werden. British Pfund, Australdollar, kurz Intraday. Hier sind wir vom Tief her. So, einladen. Software baut. Braucht ein wenig. Ja, auch wieder hier, wir sehen es wieder, starke Performance möglich. Ja, reden wir auch wieder knapp unter 300 Pips, aber auf jeden Fall von einer Performance hier im Bereich plus 1%, hohe Wolla. Die Häufigkeit nicht ganz so viel. Ja, 183 ist sehenswert, aber nichts im Vergleich zu 449. Aber Trefferquote auch über 70%, hier knapp 73%. Das sieht sehr, sehr gut aus. Also es könnte hier durchaus auch Bias geben. Wenn wir ein neues Tageshoch machen, das ist die Grundvoraussetzung. Tief 1,6244, da sind wir kurz davor. Gehen wir auch hier mal in die Stunde. Und da wird die Sendung heute auch schon ein Stück weit länger. Aber wir betrachten ja, wie gesagt, mehrere Anliegen. Grundsätzlich hier sollte sich jetzt tunlichst fangen. Das Setup bleibt uninteressant, solange wir kein neues Tageshoch machen. Erst bei einem neuen Tageshoch wären hier die Chancen gegeben. Und dann sprechen wir auch hier von so einem Horizontalwiderstandsbereich, den wir überwinden müssten. Kommt es dazu, sieht das nicht schlecht aus. Ja? Aber da muss er erstmal drüber. Wenn er das nicht schafft, bleibt eigentlich hier die Intraday-Prognose schwach. Schrägstrich Fuzzy-Vektor-Logik kommt nicht zur Erfüllung. Dann eben vielmehr auf den saisonalen Swing-Short achten. So dann, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für heute eine etwas umfangreichere Sendung. Aber ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Der Input war nicht zu viel und wichtig ist ja, dass man sich so ein Stück weit seine Setups schmiedet. Natürlich alles keine Handelsempfehlung, sondern reine Informationen, die Sie hier nutzen können, um sozusagen Ihren eigenen Bias zu entwickeln. Ich sage danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen auf jeden Fall einen erfolgreichen Start in die neue Handelswoche. Ihr Christian Kämmerer, auf bald und tschüss.